Diese Patientin ist im Bett runtergerutscht und kommt alleine nicht mehr nach oben, obwohl sie noch eigendynamische Kräfte entwickeln könnte. Deshalb unterstützen wir ihre Füße mit einer Anti-Rutschmatte. Nehmen nun die Alpha-Gleitmatte, unterstützen sie etwas, dass sie mit ihrem Oberkörper hochkommt, legen die Gleitmatte mit einem Kissen unter ihren Kopf und bitten nun die Patientin, eine kleine Brücke zu machen und unterstützen jetzt das nach oben Gleiten im Bett. Diese Patientin ist im Bett runtergerutscht, hat aber keine eigendynamischen Kräfte mehr, um sich nach oben zu bewegen. Deshalb unterstütze ich sie beim Bewegen nach oben. Als erstes lege ich wieder die Anti-Rutschmatte unter die Füße, damit die Füße wenig wegrutschen. Als nächstes nehme ich jetzt zwei Gleitmatten der Größe 50x60, bewege meine Patientin auf die Seite, schlage die Gleitmatte auf ein Drittel nach unten ein und lege die Gleitmatte unter den Schwerpunkt Becken. Die zweite Gleitmatte lege ich unter den Schwerpunkt Schulter. Nun drehe ich die Patientin zurück auf die Gleitmatte und ziehe das verbleibende Ende unter der Patientin heraus. Je nach Größe und Gewicht der Pflegeperson und des Patienten gibt es unterschiedliche Arten, einen Menschen nun nach oben zu bewegen. Ich kann unterstützen im Beckenbereich und ziehe sie nach oben. Hierzu kann ich aber auch eine Verlängerung nehmen. Das geht sowohl allein als natürlich auch bei schweren Personen mit einer Hilfsperson. Ich kann genauso gut durch Unterstützen der Beine am unteren Beckenbereich schieben. Bei Patienten, die besser am Kopf gehalten werden brauchen möchten, kann ich auch das Ganze in dieser Reihenfolge tun.